Als das Schwimmbad in Kirchheim-Bolanden geschlossen wurde, trat sie auf den Plan. Die 100-jährige Liesel Heise. Sie hat einen Weltkrieg erlebt, 4 Kinder großgezogen, Umsiedlern beim Neubeginn geholfen und kandidierte kurzerhand für den Stadtrat ihres pfälzischen Heimatorts Kirchheim-Bolanden. Damit war sie natürlich die älteste Kandidatin und weil die Geschichte schon so schön war, gibt es nun das Sahnehäubchen obendrauf. Sie hat es geschafft. Wie aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis im Internetportal der Stadt hervorgeht, erhielt Liesel Heise bei den Kommunalwahlen am Sonntag für die Initiative Wir für Kibo mit 991 sogar die meisten Stimmen. Sie rückte dadurch von Listenplatz 20 auf Platz 1 vor und erhielt eines von 2 Mandaten für ihre Wählergruppe. Insgesamt hat der Stadtrat 24 Sitze. Man muss ja, solange die eigenen Kräfte noch reichen und das Gehirn halbwegs noch ordentlich tickt, muss man doch was tun. Also die Verantwortung bleibt doch immer, gerade bei alten Menschen. Die haben immer Verantwortung für das, was hinterherkommt in den Generationen. Ohne Internet, ohne YouTube, ohne blaue Haare, da sieht man es. Politik kennt kein Alter.